Oh, sie ist ein Roboter, ein Fembot. Oliana. Oh, ein Miltank. Ich will auch einen Miltank. Na, wenigstens heißt sie nicht Bianca. Bin ich schon mal froh. Krieg ich AIDS von. Nichts Schlimmeres als Biancas Miltank. Ja. Boah, das ist auch nicht schön. Oh, Walzer, aus Liebe ausgewichen. Krass. Ja. Warum kein Smooth? Was kann es denn sonst noch? Milchgetränk oder sowas? Zum Glück haben wir Feuerzahn. Ja, ja, also ich meine ja jetzt, so dieses Miltank wird vielleicht so vom Level her ja so ähnlich sein und es kann ja auch Walzer. Achso, ja, Z, wir haben ja Z, genau. Wir haben ja Pyriums. So, die dynamische Maxi-Flamme. Ich mag sie. Macarena. Ich mag sie, Flamme. Hüllt sich ins Kraft. Und setzt eine Zattacke, ja. Dynamisch. Oh, weißt du übrigens, dass dieses Wochenende, ich meine das Wochenende vor zwei Wochen. Ja. Das folgende Wochenende vor zwei Wochen, ja. Genau, dass da der Tag der offenen Tür bei der Games Academy in Berlin ist und die ausgerechnet 500 Meter von hier entfernt liegt. Wusste ich nicht. Warst du da? Ja, war ich da. Und cool? Weiß ich noch nicht. Oh Mann, ich gebe mich geschlagen. Was für eine willkommene Abwechslung. Ah, apropos, ich habe auch mal vor zwei Wochen geguckt, ob es schon Let's Plays zu Pokémon Mond gibt. Mhm. Ja, da gab es tatsächlich jemanden, der hat sich getraut, das hochzuladen. Der erste Part davon wurde schon runtergenommen. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, also ich habe ja so Connections und ich weiß, dass die das im Mediamarkt schon vorrätig haben, aber ich weiß auch, dass es Leaks da gibt, aber so einer bin ich ja nicht. Ja, sicher. Ich muss schon sagen, wenn man schon macht, dann soll man ehrlich sein. Wir benutzen natürlich immer nur das Originalspiel. Ja, was auch sonst. Ja, ich meine. Sonst hättest du ja zum Beispiel auch deine Pokémon gar nicht rüberholen können ohne Pokémon-Bank. Richtig. Genau. Also die ganzen aus Oras habe ich schon mal reingezogen. Die ganzen alten Bekannten auch aus dem Let's Play. O9S, Finjatom, was gab's denn da noch so für welche? Keine Ahnung. Das war's schon. Das sind die, die mir über im Kopf geblieben sind. Malung! Oh, und natürlich meine beiden, wie hießen sie denn jetzt? Mann, Latios und Latias. Malung, habe ich auch schon gefangen, also bin ich auch schon eingedeckt mit. Ja, wenn du den Eintrag von Amphira haben willst, musst du aufpassen, es entwickeln sich nur die Weibchen. Oh, das ist fies. Also muss ich doch mal gucken, ob das ein... Boah, wie er mich anmacht hier. Forschen hier, forschen da, ich erforsche Pokémon, oh ja. Oh, wie der schon aussieht. Forscher Seidel, fordere dich heraus. Der sieht mir und klingt mir auch so wie... Er sieht aus und klingt so wie... Ich brauche Drogen jeden Tag. Ja, ein Fetterix. Ein Fetterix, ja. Oh, schön. Oh Gott, welcher Typ war denn das? Steinflug. Das ist ja jetzt ganz doof. Aber nee, steht ja da, effektiv. Ah, weil ich schon eins habe, aus Oras. Ich habe mich ja... Ich habe ja da sogar nach dem LP... Nein, ich habe nicht gecheatet. Ich habe nach dem LP nur über Wondertrade und... Nein, nicht Wondertrade, übers GTS und sowas... habe ich mir dann auch mal ganz viele Fossilien-Pokémon geholt, meine dafür eingetauscht und... Ach, was weiß ich alles. Ja, und keine Ahnung, solche... schillernden News angeboten bekommen. Nein, das nicht. Oh, Schilterus habe ich auch. Aber das ist sogar Stahl mit. Ne? Ja, genau. Ja. Ah, kannst du mit einer Stacke wegmachen, glaube ich. Sei denn, der hat auch Stein. Oh ja. Ja, aber machen wir trotzdem die Zattacke. Fast forward. Ja. Und vor allem, ich hatte auf Oras auch haufenweise Starter-Pokémon. Ein paar aus Events, ein paar aus den Editionen irgendwie. Das, ja. Ich habe auch einen Glurak drüber, drüben. Mit Glurak Need X, glaube ich.
Nein, Was? Och, Robustheit. Bullshit. Mann, das wäre tot gewesen. Na Aus gut. Liebe. Aus Liebe, ja. Es, dieses Mit da ist nicht Liebe, aus ich gehe Liebe da nicht fast. tot. Das ist nur aus Fähigkeit nicht tot. So. Cyril Das besiegt. Ergebnis meiner Forschung, deine Pokémon sind stark. Wow. Das hätte ich dir auch so sagen können. Warte mal, hatte ich die Brille von dem Riss gerade? Ja. Das ist ja cool. Warte mal, ist hier noch irgendwas auf der Seite? Da ist auch übrigens ein Pokémon Center, da kann ich dann mal meinen Tragosso einwechseln. Jawohl. Da hinten wohnt ein Kerl, der doch tatsächlich einen Vergnügungspark mit Pokémon errichten will, die aus Fossilien wiederhergestellt wurden. Oh, alle? Moment! Ein Vergnügungspark mit aus Fossilien wieder erweckten Pokémon. Keine Ahnung, das kommt mir an vor wie eine Anspielung, aber ich weiß nicht worauf. Auf den Anime. Oh, das gibt's im Insel der Anime. Giganten. Ja. Ich muss Aus der sagen, ersten Season. und Insel der Giganten hat doch nicht etwa, war eine Anspielung auf. Nein, da komme ich jetzt nicht drauf. Auf mein Genital, richtig? Ja, hier übrigens, wenn wir schon mal in die Boxen gucken, erstmal habe ich einen Haufen freigeschaltet, weil ich habe die in die allerhintersten gepackt in meiner Pokémon-Bank. So, tipp, 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 einzelne, 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 hier brauchte ich es nicht mehr. Und ja, genau, hier haben wir Mewtwo von Mädchen. Genau, ich hatte Junge und Mädchen, glaube ich, als Charaktere. Hier haben wir, oh nein, S. Große Klappe. Boing. Was weiß ich. Ja gut. Ich wollte eigentlich ja bloß Angeben. angeben und dann. Oh, hier sogar mein Grodon. Wow. Hotzilla. Wow. ach so, und mein Kyogre, so wird's ja ausgesprochen. Oh, du hast da diese Qualle mit der Blase. Sag deinen Namen. Ja, Araqua. Okay. So, ja, Was nee, sagt und Felinara hatte ich ja als allererstes von meinen Evolutionen. So. Aber ich suche eigentlich mein Tragosso. Wo ist mein Tragosso? Oder ist das. Da. Da ist es, ja. Gareth, genau. Wen nehmen wir dafür weg? Tragosso to Hildegard. Ja, mach Trompec weg. Oder nee, hier Gumshoes. Gumshoes Gumshoes. erstmal, ja. Der tut nichts. Der tut sowieso nichts, genau. Der kann nichts. Autsch. Ja. So, ich hoffe nur, dass dann Tragosso vom Level her auch ausreicht, um dieses tolle Pokémon, von dem du da gesprochen hast. Warte mal, war ich schon. Zwischenspeicher? Na, und meine Pokémon heilen, das habe ich nicht gemacht. Oh, ich habe übrigens ja, ich hatte ja gesagt, ich habe einen Sterndu gefangen und es heißt Dein Name. Ist eine sehr, Jan? sehr schwierige Anspielung. Wow. Ein Stern, du, das deinen Namen. Ja. Nein. So, ach so, gespeichert hatte ich jetzt. Ich mache auch noch mal Aufnahme Stopp. Okay. Und Aufnahme Start. Wir sind wieder drin. Wir sind live. Nicht. Okay. Hab mal in Farbe. So, hier rein erstmal. Ich bin farbig, ich bin etwas so Meister Talents Als Wache taugt es leider nicht viel, aber dafür ist mein Snowball einfach unheimlich süß. Oh, überhaupt nicht. Ich finde solche grimmig reinschauenden Pokémon immer, oder nee, nicht Pokémon, Hunde. So Möpse oder, na, Möpse sehen eher aus Ich mag Möpse. wie, ja gut, die vielleicht. Aber die Hunde, ich weiß nicht, die gucken so derpy. Ah, Die die sind sind scheiße. bemitleidenswert und ich finde es schlimm, dass Leute die irgendwann mal gezüchtet haben. Und die weiter züchten. Das ist. Yes. Leider sind alle Zimmer belegt. Die Zimmer rechts hinten, das Zimmer rechts hinten ist dazu dauerhaft vermietet. Das wird so schnell nicht frei. Hoho. Oh. Der sich dort einquartiert hat, hat unglaubliche 2 Jahre im Voraus bezahlt. Allerdings scheint er neuerdings nicht mehr so viel Geld zu haben wie vorher. Oh. Team Sky zahlt seinen Mitgliedern wohl nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Also wissen wir sollen da schon mal hin. Meinst du, ist das Gladion? Das könnte sein. Also Ah, alle zwei denken, er ist ein Jahre? Team Skull, aber Team Skull sagt nö. Ja, es ist Jawohl. Gladion. Okay, wo ist sein Bett? Da. Ich will es testen. Oh. Die Bett-Testerin. Das klingt auch so. Rach, die Betttester.
Lass mich in Ruhe. Aber... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Okay, ich gehe ja schon. Mein Band hängt. Was? Ja, aber echt mal. Jawohl, ein Bällchen. Ein Bällchen. Da. Ein Tauchbällchen. Ja, Mr. Jackson. Mein Name ist Bond. James Bond. Wow, spiel die Golf auf dem Parkplatz. Geh die mal ansprechen. Sag dir mal, so geht das aber nicht jetzt hier, sie. Schlägt die dich jetzt mit dem... Voll in die Eier. Bam! Golfball in die Leisten. Der Schwung muss aus der Hüfte kommen. Ich zeig dir gleich mal im Kampf, wie ich das meine. Puff. Nicht im Pokémon-Kampf. Oh. Golferin Alena. Alena kotzt das Kind. Ich könnte ihr ja zeigen, dass mein Mauzi stärker ist. Welches ich nur wirklich nicht entwickeln will. Ich muss Magma fragen, ob er zu einem dickbackigen Snobilikat werden will. Du musst Magma fragen? Magma fragen. Ja, ich muss Magma fragen. Darf ich mein Mauzi entwickeln? Ob ich ein Magma nicht zu einem Mag... wie heißt denn das, die Magma-Entwicklung? Magbrand. Ach, ich nehme erstmal nur Feuerzahn. Ich glaube, die hat zwei... Ach nee, die hat nur eins. Magbrand habe ich in der vierten Gen immer gespielt. Das war mega gut. Ja, keine Ahnung. Also dann frage ich Magma, ob es nicht zu einem Magbrand, sondern zu einem Snobilikat werden will. Magma entwickelt sich zu Snobilikat? Cool. Ja. Apropos, Mark, nachdem das Mauzi benannt ist, der wollte auch irgendwie immer ganz viele Magmas haben. Team Magma wollte er es dann auch so. Willst du damit sagen, er fand die cool. Sag mal Max Mama, das Magma. Oh Gott, es ist so. Magst du das mal machen? Ich mag mal lieber beim den... Golf, wie bei Pokémon-Kämpfen muss man im Ernstfall die Nerven bewahren. Habe ich schon mal erzählt, dass ich gesagt habe zu meinem Vater, was mich ja mal interessieren würde. Und der dann so, wer was würde mich ja interessieren? Ja, genau. Wer ist Micha? Wuffels! Das ist schlecht. Das muss ich dann wohl beißen. Katz- und Hund-Spiel. Genau, und diesmal gewinnt die Katze. Bam. Ah, Jauler. Boah, jawohl, er hat voll viel abgezogen, der Jauler. Krasser Boy. Boah, Alter. Ja, genau. Jetzt muss ich mich vorsehen. Nicht, dass es den ersten Angriff hat und mich fertig macht. Bam. Hulk Hogan. Reichskorner erreicht Level 26 und versucht Bauchtrommel. Was war Bauchtrommel? Brauchen wir das? Halt mal Bauchtrommel. Angriffswert auf Kosten der Hälfte seiner maximalen KP. Uiuiui. Okay, ne. Ne. Wann soll man das eh früher oder später weg, ne? Ja. Reiskorn? Ja. Oh, dieses Gesicht, ey. Hämorrhoiden. Ups, der Schlag ins Leere. Immer wenn es drauf ankommt, knicke ich ein. Das sagt er auch bei seiner Frau immer. Auf wen haben wir denn hier? Mal das gleiche mit diesem Reislaus. Sie laufen weg, bevor ich sie fangen kann. Im letzten Moment lassen sie immer ein Item fallen, um sich leichter zu machen und türmen. Cool. Warte, die flüchten sofort. Ja, dann fange ich sofort. Speichere mal, bevor du da runterläufst, weil das ist das Pokémon, von dem ich redete. Nach links unten oder rechts? Ja, links unten. Links unten? Der hat ja nach links unten geguckt. Ich denke mal, da wird er Reislaus gesehen haben. Achso. Dass Mao gerade im Schattendschungel nach leckeren Zutaten sucht, kann nur eins bedeuten. Sie versucht mal wieder Myla von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Okay, also das heißt, Moment. Strom-Myla?
Und ein Atommeiler. Sag mir nicht, du hast mir gerade schon erzählt, was los ist. Ja, ich sehe es.